Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ein Make-up, das wirklich nur aus Essensprodukten besteht. Und auch meine Nägel bestehen nur aus Essensprodukten. Und ich kann euch das Ganze mal zeigen. Ich habe mal ein bisschen in meiner Schminksammlung rumgekramt. Und war erstaunt, wie viele Essensprodukte ich eigentlich habe. Ist mir so eigentlich gar nicht bewusst gewesen. Und ja, da dachte ich mal, da schminke ich mal einen Look, der wirklich nur aus Essensprodukten besteht. Und ja, fangen wir direkt mal mit den Nägeln an. Und zwar habe ich einmal den Arounder Talent von Essence, den Studio Nails, benutzt als Unterlack. Dann habe ich einmal so einen schönen Fliederton aus der Essence Color & Go Kollektion oder Reihe. Und der schaut so aus. Und der ist in der Farbe, muss ich kurz mal schauen, 36 Enchanted Fairy. Ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus. Und dann habe ich einmal, wie ihr das hier sehr schön sehen könnt, einmal den Essence Hugs and Kisses Glitter Topper. Und ich muss sagen, ich habe alle vier und ich liebe diese Topper. Ja, habe ich einfach so auf dem Ringfinger drauf gemacht. So, ja, dann sage ich, wenn ihr wissen möchtet, wie ich diesen schönen Look geschminkt habe, dann bleibt doch einfach dran. Als erstes habe ich mein Gesicht mit einer Tagescreme eingecremt. Um mein Gesicht frischer erscheinen zu lassen, werde ich die neue Essence All-in-One BB Cream benutzen in der Farbe 02 Natural und werde sie auf mein Gesicht verteilen und auf meinen Hals. Um mein Augen-Make-up haltbarer zu machen, werde ich von Essence die I Love Stage Eyeshadow Base benutzen und werde sie auf mein Augenlid geben und auch ein bisschen am unteren Wimpernkranz. Da ich hauptsächlich mit Pigmenten arbeiten werde, werde ich die Essence Color Arts Eye Base benutzen und werde sie genau da auftragen, wo ich später meine Pigmente auftragen werde. Auf mein komplettes Lid werde ich die Lidschattenfarbe in der Farbe 58 Cappuccino Please geben und werde sie auch im Augeninnenwinkel auftragen. Als erstes Pigment werde ich die Farbe 11 Cotton Sandy benutzen und werde meinen Pinsel nicht anfeuchten, weil ich wirklich ein natürliches Ergebnis erzielen möchte. Wenn man aber den Pinsel nass macht, wird das Ergebnis natürlich viel intensiver. Ich werde mir zu Hilfe ein Taschentuch nehmen, damit mein Pigment wirklich nur am Lid haften bleibt und nicht überall im Gesicht verteilt wird. Das zweite Pigment, das ich benutzen werde, heißt Strawberry Smoothie in der Farbe 14 und das werde ich in meiner Lidfalte geben, um dem Auge ein bisschen Definition und ein bisschen Tiefe zu verleihen. Die gleiche Farbe trage ich auch am unteren Wimpernkranz auf. Um einen schöneren Farbverlauf zu erhalten, werde ich nochmal die Farbe Cappuccino Please in der 58 benutzen und es wirklich nur im ersten Drittel des Auges auftragen. Nun werde ich den Gel Eyeliner in der Farbe 01 Midnight Paris benutzen und werde mir damit einen Lidstrich ziehen, den ich ab dem zweiten Drittel meines hinteren Lides auftragen werde. Natürlich kann jedem so ein Patzer passieren. Das Wichtigste ist, es nicht sofort wegzuwischen, sondern wirklich zu warten, bis der Patzer ausgetrocknet ist und dann erst wegzumachen. Um mein Augen-Make-up intensiver wirken zu lassen, werde ich den Essence Gel Eyeliner auch für meine untere Wasserlinie benutzen und werde ihn da großzügig auftragen. Um einen schönen Wing hinzubekommen, werde ich jetzt beide Linien, die obere und die untere, miteinander verbinden und sie dann ausmalen. Mit einem Wattestäbchen können wir jetzt wirklich alle Patzer wegwischen, die wir während des Schminkens gemacht haben. Um meine Augenringe zu kaschieren, werde ich von Essence den Stay Natural Concealer benutzen in der Farbe 02 Soft Sand und werde es schön mit einem Pinsel in meine Haut einarbeiten. You
Nun werde ich meinen allerliebsten Highlighter benutzen, und zwar der aus der Breaking Down Part 2 LE. Und ich liebe diesen Highlighter. Ich werde ihn mir unter meine Augenbraue geben und natürlich im Innenwinkel meines Auges, um das Auge ein bisschen strahlender wirken zu lassen. Nun werde ich meine allerliebste Mascara auftragen, und zwar die I Love Extreme Mascara, und ich liebe diese Mascara. Diese große Bürste gibt wirklich sehr viel Schwung, sehr viel Länge, und das liebe ich an ihr. Kommen wir nun zum Konturieren, und da benutze ich das Sun Club Matte Bronzing Powder für Brunettes, und das gibt's auch für Hellhäutige. Ich mache immer diesen berühmten Fischmund, damit ich weiß, wo meine Wangenknochen anfangen und aufhören, und da trage ich das Puder auf. Und vergesst bitte nicht, euren Hals mit zu bronzen. Damit meine Lippen richtig schön weich werden, werde ich ein Lippenpeeling benutzen von der Hugs & Kisses LE und werde es schön auftragen, und es riecht und schmeckt so lecker. Damit meine Wangen schön strahlen können, werde ich die Farbe 01 Whirlpool benutzen. Das ist ein Blush, der mal in einer LE war, und diese LE heißt Marvel Mania. Um noch mehr Frische in mein Gesicht zu zaubern, werde ich nochmal meinen Highlighter nehmen aus der Breaking Down LE und werde mein Gesicht highlighten. Ein bisschen was über die Oberlippe, auf meinen Nasenrücken, ein bisschen was auf die Stirn und auf meinem Wangenknochen, auf den höchsten Punkt. Jetzt werde ich mir das Lippenpeeling mit Hilfe eines Taschentuches wieder runternehmen und werde das Kiss Care Love Lip Balm benutzen, weil es schön die Lippenfarbe betont. Und zu guter Letzt werde ich einen Liplacker aus der Phantasia LE auf die Mitte meiner Lippen geben. Und so schaut der fertige Look aus. Wie ihr sehen konntet, war das wirklich nicht schwer zu schminken. Ich hoffe, der Look hat euch gefallen und würde mich über Feedback freuen. Bis zu einem weiteren Video. Tschüss!